Heute mal kein Ei-Lokus. Ihr habt es im Titel schon sehen können. Ja, also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es fällt mir unglaublich schwer, das jetzt nach, ich glaube, fast einem Jahr YouTube zu sagen, aber. Ihr wurdet geklickbaitet! Das erste Mal! Grrr, aber nicht so ganz, denn wir spielen heute ehrlich kein FIFA. Wir spielen das kranke Spiel Pro Evolution Soccer. Ich habe keine Lust mehr auf FIFA 21 Gameplay. Mal gucken, wie viel schlechter ein Fußballspiel noch sein kann. Moin, Ersin Hamed. Ich mag FIFA nicht. Ich habe nur die Light-Version. Ich kaufe das Spiel ganz bestimmt nicht. Aber in der Light-Version kann man, glaube ich, alles machen. Da sieht man die pure Verzweiflung. Das Bild sieht schon mal nice aus eigentlich. Gute Grafik. Ich weiß zwar nicht, wer der da ist. Aber Ronaldinho mit der Kappe ist am Start. Let's go! 25 Jahre gibt es dieses Spiel schon. Ich habe es noch nie in meinem Leben gezockt. Obwohl, ich hatte Pro Evolution Soccer 2009 damals für die Wii. Da musste man noch schütteln, um ein Tor zu machen. Passen Sie die Helligkeit so an, dass Sie das Logo in der Mitte sehen können, aber nicht die Bälle links und rechts. Ich sehe sie noch. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Helligkeit auf 1? Ey, das hat das Spiel gesagt. Deutschland! Ja, dieses Bild von Fonsi ist so eine schlechte Grafik. Das sieht so aus, als hätte ich das rausgenommen und da drauf gepackt. Junge, diese Bilder! Was ist das für ein Bild von Kaka? Das Gesicht ist doch zu 100% eingefügt. Digga, das ist nicht Kaka, das ist Kaka. Warte mal, was ist jetzt hier die Kopie von Ultimate Team? E-Football? Mal, bauen sie einen eigenen Verein. My Club. Was ist das für ein Name? Hört sich an wie Club Penguin oder so. Let's go. Willkommen bei My Club. My Club bietet Ihnen Nationalität. Einigkeit. Hä, ich muss noch meinen Heimatort eingeben? Okay. Wollen die noch meine Adresse haben? Lol. Hier gibt's nicht mal jede Stadt. Aber es gibt Paderborn. Paderborn. Meine Stadt, ich liebe dich. Vereinsvorlage müssen wir raussuchen jetzt. Englische Liga. Spanische Liga. Weil die Rechte da sind, nehme ich einfach mal den PSG. Man will nicht übertreiben, so nicht die beste Mannschaft direkt nehmen. Wisst ihr, wie ich meinen Chat? Abkürzung. Gute Abkürzung. Mannschaftsname. Sind zwar ein FIFA, aber ich nehme mal einen typischen Minecraft-Namen. Epicrafter XX-HD. Okay. Ich muss sogar einen Trainer aussuchen. Sabatini. Ah, komm. Zuerst müssen sie einen Verein aufbauen. Sie können einen talentierten Leihspieler verpflichten. Oh, Laie. Warum haben die alle dasselbe Rating, hä? Ah, dann nehme ich mal Angel Di Maria! Ja! Das sind meine Startmitglieder! Jawohl, direkt Eriksen bekommen! Ist das ein Pack? Ich glaube, das ist ein Pack! Ich weiß es nicht! Ja, es ist einer! Es ist ein Pack! Unser erstes Pack, komm! Gib mir was Leckeres! Italienische Familie! Und? Oh, goldener Ball, das ist gut, oder? Wer? Wer ist er? Ich weiß es nicht! Ich weiß es, ich habe keine Ahnung! Galeron! Oh, ist nicht schlecht! Rechts außen! Obwohl wir natürlich jetzt die Maria-Leihe haben. Aber er ist doch nicht from Italia. Ah, in welcher Liga er einfach spielt. Aber wie cool gemacht! Auf einmal hat er dein Trikot an. Das könnten die in FIFA auch mal reinbringen. Ich verspüre auch in PES jetzt gerade ein bisschen den Drang, weiter Packs zu öffnen. Oh, ey, wir haben noch ein Pack bekommen! Jetzt haben wir einen Spieler bekommen, einfach so! Samena, mena, aber das mit dem Bild hier ist auf jeden Fall cool, egal was für ein Spieler man da bekommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wie bei so einer Handy-App mit so Bonussen. My Club Shop, wo sind die Packs? Warte, man bekommt hier zwei Icons umsonst geschenkt? Nur von Milano haben die nicht die Rechte. Guck mal bitte auf deren Trikotwappen. Dann fangen wir an mit Menu. Icon, 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 Icon. Goldener Fußball. Goldener Fußball. Ja, ist es gut? Ist er Pires oder so? War der bei Menu? Ich weiß nicht, ist ein goldener Fußball. Wer ist es? Wer? Paredes. Was hat der mit Menu zu tun? Argentina. Und er hat sein Trikot an. Grüner Link zu Di Maria. Ich mache aber noch eins auf. Mailand. Oh, ist ja so lecker. Goldener Ball ist, glaube ich, man kann es bekommen auf jeden Fall. Spanien, das ist gut. Aber ich kenne keine Ikone aus Spanien. Vielleicht trotzdem gut. Guter Spieler! Trincao! Check dir. Okay, der war nicht lustig. Die Grafik der Gesichter und so ist schon echt sehr, sehr stark, muss man sagen. Wir haben gefühlt 5 rechte Flügel bekommen. Das ist schon mal stabil. Das Ding ist, wenn man den Spieler nicht auf seiner perfekten Position spielt, ist das nicht schlimm, aber das Rating wird direkt angepasst. So wird ein 78er Trincao zu einem 74er Trincao. Herausforderungspokal! Also mein Teamstärke-Niveau ist 1 Stern von 5. Wir haben Gegner gefunden. Der hat 3
3 Sterne auch nur. Ich habe mit 5 Sterne gerechnet. Superheld Elias. Ich bin Elias, ich bin 20 Jahre alt. Oh, nur 2 Unentschieden und eine Niederlage. Let's go, das schaffen wir. Oh, sein Team ist viel besser. Warum werden mir Auktion-Tipps gegeben? Ich gehe doch gerade in ein Spiel. Oh, no shit, gute Grafik. Bisschen dunkel. Ich glaube, das liegt daran an der Einstellung, die wir am Anfang getroffen haben, Chat. Es ist viel zu dunkel. Oh mein Gott. Ich mache einfach den Standard. Die wissen selber nicht, wie man es machen muss. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, ist das langsam. Oh mein Gott. Ja, Torwart. Der Einwurf ist wie damals in FIFA. Aber warum ist auf der rechten Seite niemand? Hä? Einfach alle sind links. Aus Prinzip, damit die checken. Lauf doch nach rechts, Jungs. Ja! Ja! Psst! Mach einen Jubel. Kastle dein! Digga, was ein Abfucker-Jubel. Nein. Ja. Hey! Er hat ihn umgenommen! Extra! Gab's eine Karte? Ich schieße einfach von hier. Kann wer anders schießen, bitte? Wie kann man? Okay. Ich wollte eigentlich den Spieler wechseln. Zweite Hälfte, let's go! Oh mein Gott, der Ball kommt trotzdem durch! Ich weiß nicht, wie man den Torwart bewegt. Und er macht ihn nicht! Nein, da ist das Ding drinne. Nein! 1-1! Ja, jetzt komm! Alle runterlauf! Ey! Ey, Elfmeter! Elfmeter! Schießt man einen Elfmeter an PES? Elfmeter, ganz klar. Wie schießt man einen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, ich habe keine Ahnung, Chat. Ich habe einmal in die Mitte geschossen. Ich habe sogar gelenkt. Die Ecken richtig seltsam. Ich mach einfach mal eine lange Flanke. Longshot. Longshot! Oh! Ja, Flank. Ja! Nein! Nachspielzeit. Sehr schön. Sehr schön. Warum kommt keiner mit? Ein Tor! Nein! Aber ich hab den Torwart getunnelt! Kein Tor! Oh. Nein! 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 In der 107. mit Van der Beek! Nein, bitte nicht! Nein! Mann! Trotzdem was? Die Spieler steigen eine Stufe auf nach den Spielen. Das ist cool. Partiebelohnung, Scout, Position. Aha, es? Okay, anscheinend ein richtiger Scheißspieler, dass er direkt beleidigt wird. Ich muss ein Spiel gewinnen. Komm schon, bitte nicht 3 Sterne. Jetzt auch mal ein Gegner mit 1 Sterne. Ja, wir haben Gegner. Endlich. Ey, ich habe so lange gewartet. 4 Sterne. Nein. Er hat schon mal gewonnen. Wir haben nur eine Niederlage bisher. Oh, mein Stadion. Also ich schätze, es ist meins, weil es so hässlich ist. Nein. Jetzt aber. Der ist so langsam. Nein. So unverdient gewonnen. Ich hole mir jetzt extra Vertragsspiel. Richtig eklig. Ivan Perisic, 10 Spiele. Zielinski. Und ich habe noch einen Stürmer gebraucht. Er heißt auf jeden Fall João. Kenne ihn aber nicht. Der Torwart heißt auch João. Den nehmen wir auch. João. Irgendein guter Innenverteidiger. Und wir haben jetzt hier nochmal ein gutes Pack. Also ich glaube, das ist eines der besseren. Oh, dafür musste ich grinden. Komm schon. Woo, komm. Bitte, gute Spieler. Ikone. Eine Ikone. Komm. Ich bin die ganze Zeit am Verlieren, Mann. Weißt du, wie schlimm das ist? Italia. Also Serie A spielt er dann. Wer ist es? Theo Hernandez. Ich habe nur Milan gesehen. Romagnoli. Ey, ist okay. Ich bin damit zufrieden. 84er Bewertung. Da sind aber, glaube ich, 3 Spieler drin, oder? Ah, und 2 schlechtere halt. Aber ich kann damit leben. Ich packe ihn direkt rein. Und damit haben wir endlich ein 3er-Sterne-Bewertung-Team. Wenn ich jetzt trotzdem verliere. Oh, er hat eine viel bessere Bewertung. Ich habe nur Niederlagen. Er kommt aus Herne. Komm schon. Nein. Nein. Oh! Harry Maguire! Das war's mit dem Video, Jungs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ay Loco. Und danke für 70k. 22. Oktober. Ich hab 653 Abos auf YouTube nach der kurzen Pause, was heißt kurz, ein bisschen länger, und auf TikTok 211 Abonnenten bzw. Follower, und jetzt wird durchgestartet. Was ist dein Ziel?
Bis Ende des nächsten Jahres? Ende nächsten Jahres auf jeden Fall die 800 voll machen. Mal mehr. Nein, Digga, erstmal die 800.